Hallo liebe Schülerinnen, heute habe ich eine Aufgabe mitgebracht. Und zwar sollen wir da herausfinden, was eine Exponentialfunktion ist. Wir haben ja schon viele verschiedene Funktionen kennengelernt. Funktion heißt ja immer, jedem x-Wert wird genau ein y-Wert zugeordnet. Das heißt, wir haben x und y. In diesem Fall haben wir jetzt Faltungen und Dicke. Nämlich ein Blatt Papier, ein DIN A4 Papier, hat eine Dicke von 0,1 mm. So, und wenn ich das 0 mal falte, also x gleich 0, dann ist doch die Dicke 0,1 mal 1, also mal eine Schicht Papier. Wenn ich das Ganze einmal falte, dann liegen doch zwei Lagen übereinander. Dann habe ich eine Dicke von 0,1 mal 2. Und wenn ich dann das Ganze zweimal falte, dann erhalte ich eine Dicke von 0,1 mal 4, weil jetzt, aufpasst, vier Lagen übereinander liegen, also nicht drei, sondern wenn ich es falte, liegen die zwei über den anderen zwei. Ihr sollt diese Wertetabelle vervollständigen, so machen wir das ja immer, wenn wir Funktionen haben wollen, und sollt am Ende herausfinden, wie die Funktion lautet. X und Y sind ja mit drin. Und dann haben wir noch eine zweite Aufgabe. Und zwar geht es da um die Einwohnerzahl eines Volkes. Und zwar im Jahre 0 sind es 14.000. So, und jedes Jahr wären es jetzt 10% weniger. 10% weniger, das können wir mathematisch so darstellen, dass wir entweder 10% von 14.000 berechnen und dann abziehen, also minus 0,1 mal 14.000. Das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir 12.600. Oder wir könnten auch überlegen, was sind denn von 14.000 90%, also mal 0,9. Nochmal zur Wiederholung, Prozent heißt pro 100 und deswegen geht es hier um Hundertstel, 90 Hundertstel. Also komme ich auf dasselbe Ergebnis. Das heißt, im Jahr 1 sind es nur noch 90%, 12.600. Zur Berechnung des zweiten Jahres muss ich dann einfach das Ergebnis aus dem ersten Jahr wieder mal 90% nehmen. Dann bekomme ich 11.340. Ich hätte das Ganze aber auch in eine Rechnung bringen können. 14.000 mal 0,9 im ersten Jahr mal 0,9 fürs zweite Jahr. Komme ich auch auf meine 11.340. Eure Aufgabe ist es jetzt, ihr sollt diese Wertetabellen vervollständigen und dann eine Vermutung aufstellen, wie die Funktion mit x und y heißen könnte. Und dann treffen wir uns nächste Stunde und tauschen uns aus, was ihr für Ergebnisse habt. Bitte wirklich machen. Tschüss!